Mein Name ist Klaus Klaffenböck, möchte dich herzlich begrüßen. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, ich glaube, was sehr viele Menschen berührt. Und zwar, die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit macht euch frei. Oder Freiheit durch die Wahrheit. Wie immer wir das Thema auch nennen wollen, wir werden erkennen, dass das eines der wichtigsten Themen ist für die Christen und auch für die Menschen überhaupt hier auf Erden. Wenn wir zum Beispiel die Oper Fidelion hören und den Florestan dann singen hören, wie er diese Leonore-Arie singt, wie er im Gefängnis ist und da sein Schmerz herausschreit und diese Sehnsucht nach Leonore hat, habe ich mir oft gedacht, es ist eine wunderbare Arie, da rennt es mir immer kalt über den Rücken. Aber gedacht, wenn die Christen so schreien würden zum Herrn um diese Freiheit. Ja. Oder wenn man den Nabucco-Chor hört. Das Nabucco ist ja ein Bild für Nebukadnezar, wie die Juden damals in der 70-jährigen Gefangenschaft waren. Im Alten Testament ist das beschrieben. Und dieser Nabucco-Chor zum Beispiel, eine weltbekannte Melodie. Aber was ist wirklich Freiheit? Über das wollen wir heute ganz kurz reden, aber ich möchte mal mit einem Lied beginnen. Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, regiert. Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, regiert. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, regiert. Ich singe diese Lieder gern zur Ehre Gottes. Es gibt Menschen, die singen jederzeit, in der Früh, wenn sie aufwachen, abends, wenn sie ins Bett gehen, in der Badewanne. Sie singen immer. Man kann natürlich viele Lieder singen, aber sie sollten in erster Linie zur Ehre Gottes sein. Und das ist auch der Grund, warum ich immer wieder bei diesen kleinen Vorträgen hier Lieder singe. Ich möchte eine Bibelstelle vorlesen, um das Ganze zu erklären, um was es heute geht. Im 2. Korintherbrief 3, 14, 15, 16 und 17 steht Folgendes. Aber ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments die Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald sie sich aber zum Herrn bekehren, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist Geist. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Diese Bibelstelle sagt schon sehr viel darüber aus, was eigentlich Gott meint damit. Wir haben alle verstockte Herzen gehabt. Ich kann mich erinnern, ich habe nicht annehmen können, dass Jesus am Kreuz für mich meine Sünden getragen hat. Ich habe es nicht einmal gewusst, ganz ehrlich gesagt. Meine Schuld ist wie ein riesiges Loch vor mir gestanden, wie ein riesiges schwarzes Loch, und ich habe nicht gewusst, wie ich auf die andere Seite hinüberkomme. Ich habe Gott wirklich ehrlichen Herzens gesucht, aber ich habe so wenig gewusst von dem, was wirklich am Kreuz geschehen ist. Am Kreuz hat die Menschheit versucht, damals die Wahrheit zu kreuzigen, aber die Wahrheit kann man nicht kreuzigen. Darum sagt dann Jesus, die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist er selber. Ich möchte dazu noch eine Bibelstelle vorlesen aus dem Römerbrief 8, nein, entschuldigen, aus dem Johannesevangelium 8.
Bibelstellen sind dazu geeignet, dass wir erkennen, wie Gott es meint, wenn wir sie ehrlichen Herzens lesen. Es geht immer darum, dass wir unser Herz öffnen und sagen, ich möchte für wahr halten, was dann hier geschrieben steht. Römer 8, 31. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandens Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde, also nicht frei. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Diese Freiheit habe ich damals erfahren, in dem Augenblick, wo ich plötzlich in meinem Herzen begriffen gehabt habe, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Ich bin herumgesprungen wie ein Kalb, das man im Frühjahr auf die Weide hinauslässt. Ich habe so eine Freude gehabt. Es war unglaublich. Ich habe wirklich monatelang gekämpft mit mir selber, mit meiner Schuld. Ich habe gedacht, dass Gott so einem Menschen wie mir einfach nicht vergibt. Und dann plötzlich diese wunderbare Befreiung, wo Jesus direkt in mein Herz gesprochen hat. Ab diesem Augenblick habe ich wirklich gewusst, ich bin frei. Im Psalm 19, 13 steht noch, sprich mich frei von Schuld, die mir nicht bewusst ist. Wir sehen, dass auch im Alten Testament die Menschen immer noch diese Freiheit schon gesucht haben. Wir sollen aber auch als frei handeln. Uns nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft von irgendeiner Religion oder religiösen Taten oder irgendwelchen anderen Dingen gefangen nehmen lassen. Der Weg zur Freiheit geht nur über Jesus Christus, über niemand anderen sonst. Wenn du eine persönliche Beziehung mit ihm hast, wenn du möchtest, dass du ein Jünger Jesu bist und ihn wirklich in deinem Herzen bewusst aufnimmst und sagst, Herr Jesus, komm in mein Herz, dann wirst du frei werden. Dann wirst du plötzlich wissen, dass dort am Kreuz Weltgeschichte geschrieben worden ist. Das größte Ereignis der Weltgeschichte, wo Gott sein Volk befreit hat. Ich schließe mit einem Lied jetzt, das heißt, du hast mein Klagelied verwandelt. Das Lied geht in Wirklichkeit ein bisschen anders, aber ich habe es einmal umgebaut, weil es mich einfach begeistert hat, hier ein bisschen ein südamerikanisches Temperament hineinzubringen. Du hast mein Klagelied verwandelt in einen Jubelruf voll Freud. Du gabst mir Freudenöl statt Trauer, statt Angst und Sorge Lobgesang. Du hast mein Klagelied verwandelt in einen Jubelruf voll Freud. Du gabst mir Freudenöl statt Trauer, statt Angst und Sorge Lobgesang. Nun sind wir Bäume der Gerechtigkeit, die Pflanzung unseres Herrn, damit der Herr verherrlicht wird. Nun sind wir Bäume der Gerechtigkeit, die Pflanzung unseres Herrn, damit der Herr verherrlicht wird. Herr Jesus, ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen, der heute zugehört hat, dass er dein Jünger wird und dadurch in diese Freiheit der Gotteskinder gelangt. Danke, Herr, dass du uns die Freiheit nicht nur verheißen hast, sondern auch wirklich schenkst. Wenn wir versuchen, dir nachzufolgen und wenn wir merken, dass du anwesend bist, dass du in unserem Herzen bist, dass du möchtest, dass wir deine Kinder sind.
Wenn wir das erkennen, Herr, dann hat der Geist uns freigemacht. Amen.